Intuition ist Intelligenz mit überhöhter Geschwindigkeit. Intuition ist eine durch alle Denkbarrieren plätschernde kosmische Zärtlichkeit. Dem wahrheitssuchenden Menschen erschließen sich geistige Wahrheiten durch Intuition. Der größte Feind unserer Gefühle und Intuition ist die Vernunft und der Verstand. Institution ist oft das Gegenteil von Intuition. Mit Logik kann man Beweise führen, aber keine neuen Erkenntnisse gewinnen. Dazu gehört Intuition. Intuition ist ein innerer Kompass, der dir die richtige Richtung weist. Intellekt ist die mittelbare Resonanz der Schöpfungskraft im Menschen. Intuition die unmittelbare. Auch im Denken gibt es drei Dimensionen. Die erste ist das geradlinige Denken. Die zweite ist das Querdenken. Die dritte ist die Intuition. Unsere Augen glauben an sich selber. Unsere Ohren glauben anderen Menschen. Unsere Intuition glaubt der Wahrheit. Eine Weisheit ist Intuition plus Erfahrung minus Zynismus. Die ursprüngliche Weisheit ist Intuition, während alles spätere Wissen angelernt ist. Manche Dinge bleiben immer wahr, Leben und Tod, Erde und Himmel, die Geschenke der Göttin, Intuition und Liebe. Sprichwörter sind die Zufluchtsstätte der Intuition.